Die dritte Sache sind Trockenfrüchte. Möchte ich kurz was zu erzählen. Und zwar, ob Trockenfrüchte sinnvoll sind oder ob man die ob konsumieren sollte oder nicht. Da gibt es, sage ich mal, eine Extra-Regelung zu. Also allgemein in der Natur zu finden sind Trockenfrüchte schon, aber nur selten und bei wenigen Sorten, zum Beispiel Feigen, Datteln, Mispeln und Maulbeeren, ist mir jetzt so spontan unter die Haube gekommen, also habe ich spontan jetzt gelesen dazu. Und die werden dann halt direkt am Baum gereift, wenn die, Quatsch, die sind am Baum voll gereift, voll sonnengereift, das ist ein Vorteil dieser Früchte. Wenn die halt vom Menschen geerntet werden und zu Trockenfrüchten verarbeitet werden, besteht die Chance, dass die halt nicht vollgereift sind und voll sonnengereift sind. Der zweite Vorteil ist, dass die halt am Baum noch getrocknet sind und dann halt sonnengetrocknet sind, danach keine weiteren Verarbeitungsprozesse unterliegen, also keine Schwefelung, keine, sage ich mal, künstliche Trocknung in geschlossenen Räumen mit anderen Luftzusammensetzungen und so weiter. Keine Schwefelung, habe ich ja schon gesagt. Ja, Dampfbehandlung gibt es. Es gibt in Salz einlegen bei Rapunzel eine richtig gute Biomarke. Da werden die Feigen in Salz gewaschen und die werden schockgefroren. Also es geht alles nicht mit rechten Dingen zu, sage ich mal. Und das ist halt, sind halt nur die weniger schlimmen Sachen, die auch sogar bei guten Biomarken vorhanden sind. Das ist sozusagen der zweite Vorteil. Der dritte Vorteil ist halt wirklich eine Wildsammlung. Das sind Wildfrüchte, die nicht überzüchtet sind, nicht überzüchtet sind. Obwohl bei den Datteln halt jetzt nicht. Da beziehe ich mich jetzt wirklich auf die Feigen und die Maulbeeren und die Mispeln. Bei den Datteln ist nochmal was anderes. Die empfehle ich generell auch nicht. Gibt eventuell Ausnahmen, komme ich gleich zu. Also es sind Wildfrüchte, das ist ein dritter enormer Vorteil. Die sind dann auch nicht zu süß, was halt besonders bei Trockenfrüchten ein Problem darstellen kann und wird bezüglich des Insulinspiegels, der hochschießt. Zweitens braucht man dafür dann eventuell Mineralstoffe, um diesen Zucker abzupuffern. Und drittens ist es bei mir so, dass es mich übersäuert. Das habe ich bei Wildfeigen aber zum Beispiel nicht. Aber bei den Datteln habe ich's. Auch bei frischen Datteln, die weniger Zucker haben sollen. Da probiere ich aber noch eine einzige aus in Bioqualität. Ja, man braucht auch nicht Bioqualität kaufen bei diesen Wildsammlungen, weil da wird halt eh nicht gespritzt. Das ist halt die vierte Sache, dass die Wildfrüchte auch an sich weniger Zucker haben und halt nicht auf Zucker verzüchtet sind, außer bei den Datteln. Da können auch halt gezüchtete Dattelbäume, also es ist dann halt keine Wildsammlung mehr, sage ich mal. Deswegen ist das sind Datteln nur eingeschränkt zu empfehlen. Es gibt noch einen Vorteil, oder in dem Moment gibt es, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist halt noch ein Nachteil von Trockenfrüchten allgemein, dass denen halt das Wasser entzogen ist. Deswegen trocknen die uns auch wiederum aus. Da muss man halt trinken. Man kann die aber einweichen. Aber ich habe hab's getestet mit einer Waage. Nach 24 Stunden Einweichen nehmen die ungefähr 50 bis 70, 80% an Gewicht zu. Aber die sind fünffach konzentriert. Das heißt, die nehmen nicht mehr viel. Also sie nehmen auf keinen Fall die Originalstruktur wieder und das Originalwassergehalt wieder auf. Also sie haben Wassergehalt, Trockenfrüchte von 20 Prozent Wasser und frisch haben die circa 80 bis 85% Wassergehalt. Und sie nehmen dann, kommen dann maximal auf 40 Gramm Wasser, wenn die eingeweicht wurden. Also es geht auch 5 Minuten einweichen, bei 24 Stunden einweichen werden die Enzyme wieder aktiv und die Frucht wird allgemein wieder aktiv. Es kann sein, dass bei diesen am Baum getrockneten Früchten, dass die auch so enzymatisch wirken schon, also noch aktiv sind, lebendig sind, weil die halt erst gar nicht gepflückt wurden und nicht ja, entsteint wurden, wie bei Pflaumen zum Beispiel, dadurch aufgemacht werden müssen, verletzt werden müssen. Und wenn die verletzt werden, dann nimmt die Lebenskraft halt sehr, sehr schnell ab. Das kann man schon mit der Biophotonenmethode nach 15 Minuten messen. Und durch die unnatürliche Trocknung und was weiß ich für alle Verfahren, kann es natürlich auch sein, dass da die
Enzyme nicht mehr gegeben sind. Das ist dann noch ein weiterer Vorteil dieser wild getrockneten Früchten. Und ja, der hohe Zuckergehalt, der niedrige Wassergehalt ist ein Nachteil. Deswegen ist halt zu empfehlen, bei Trockenfrüchten kann ich eigentlich nur Mispeln, die man aber so nicht kriegt getrocknet, also nicht im Handel. Feigen, aber halt wirklich nur die Wildfeigen, das sind die persischen Feigen, danach könnt ihr googeln, findet ihr immer die richtige, oder Kugelfeige oder Zagros-Feige, weil die aus dem Iran kommt, deswegen persische Feige, aus dem Zagros-Gebirge. Also die wird unter Zagros-Feige, Kugelfeige oder persische Feige verkauft. Und die braucht ihr dann auch nicht bio zu holen. Die gibt's dann zwischen 15 bis 20 Euro das Kilo. Ist dann ungefähr doppelt so teuer wie jetzt Datteln oder so. Datteln sind halt die günstigsten Trockenfrüchte. Also würde ich halt nur die holen oder halt Maulbeeren. Das ist halt auch meistens eine Wildsammlung. Da braucht er dann auch meistens kein Bio, obwohl ich mal welche aus dem Supermarkt hatte, die nicht gut geschmeckt hatten. Und auch mit Erde noch verdreckt waren. Irgendwie haben ziemlich nach Erde geschmeckt. Aber da sollte dann beistehen, zumindest Wildsammlung oder halt Bio. Die sind auch noch recht ursprünglich, die Maulbeeren. Bärenfrüchte sind sowieso zu bevorzugen. Feigen sind auch halt eine extrem ursprüngliche Frucht, kommen auch in der Bibel halt vor. Schmecken auch ziemlich rund und so weiter und haben nicht so viel Zucker insgesamt. Viele Ballaststoffe, auch viele Mineralstoffe. Feigen sind sowieso ein extrem, also ein hochbasisches Lebensmittel. Ihr könnt ja sogar ein halbes Kilo auf einmal von essen, was ich nicht empfehle. Aber ich habe davon noch nicht mal eine Übersäuerung festgestellt, was ich schon bei 200 Gramm Datteln jetzt zum Beispiel habe. Nächster Punkt ist also bei entweder Maulbeeren oder Zagros-Feigen, persische Feigen, die dann einweichen, zumindest 5 Minuten, damit die halt Wasser ziehen. Genau, bei diesen Wildsammlungen ist es auch so, dass bei den Feigen zum Beispiel sich auch die Farbe und Form nicht verändert, dadurch, dass sie im Baum getrocknet wurde. Die ganzen anderen Feigen sind oft halt ziemlich labbrig, klebrig, aufgeplatzt, also verletzt, dunkel verfärbt, matschig, verformt. Also die haben dann wirklich keine Qualität mehr. Das sind einfach nur noch Junk eigentlich. Das ist eigentlich im Prinzip Junkfood. Höchstens zu empfehlen, wenn ihr dadurch was noch Schlimmeres ersetzt. Wie zum Beispiel sehr fettige Nüsse oder so. Die kann man aber sehr gut mit diesen Wildfeigen ersetzen, weil die auch ziemlich hart sind. Die haben übrigens ein perfektes Aroma, so perfekter als jede Süßigkeit, die ihr euch vorstellen könnt. Also die können wirklich süchtig machen. Also erste Sache, wie gesagt, diese beiden. In der Wildsammlung am Baum getrocknet sind die. Dann eingeweicht für mindestens 5 Minuten, am besten 24 Stunden. Was wäre das nächste? Dann auch wirklich nur selten konsumieren und auch wenig. Also ich würde mal sagen 100 Gramm an einem Tag. Maximal 200 Gramm. Also da würde ich wirklich deutlich auf das eigene Sättigungsgefühl achten. Am besten vorher was trinken, dann halt die eingeweichten, danach nochmal was trinken, eine Stunde danach, um den Wassergehalt möglichst schnell wieder auszugleichen. Aber nicht dabei noch trinken, dann dauert das länger zu verdauen, habe ich zumindest ausprobiert und gemerkt. Und dann halt auch wirklich selten, also ich mache das so, dass ich das dann einmal im Monat mache, ihr könnt das dann vielleicht alle 2 Wochen machen oder einmal die Woche euch gönnen und dann halt wirklich 100 bis 200 Gramm von diesen sehr, sehr hochwertigen Trockenfrüchten. Bei den Datteln ist es so, da habe ich sehr viel getestet, also die haben mich so heftig runtergehauen. Also die konventionellen besonders, da würde ich immer auf Bio achten. Also Datteln sind extrem belastet konventionell. Habe ich auf jeden Fall gemerkt und habe ich auch von Quellen erfahren und diese ganzen Werte von Analysen, irgendwas, den kann man auch nicht zu 100% vertrauen, auch wenn es steht, dass Datteln da unbedingt nicht so stark belastet wären. Also Erfahrung von mir und anderen zeigt da was anderes. Da dann wirklich immer Bio holen, würde ich sagen. Oder halt kontrollierte Ware, wie zum Beispiel bei Quinta. Die frischen Datteln von Quinta zum Beispiel. Aber selbst die frischen, die haben auch so viel Zucker, das erzeugt bei mir wieder eine Zuckersucht. Das ist noch ein Nachteil von Trockenfrüchten. Das ist bei mir auch eine Zuckersucht erzeugt, das habe ich gemerkt. Oft sind halt auch wirklich, die frischen Datteln sind oft
eingefroren, noch nicht mal schockgefroren, weil die halt wirklich frisch sind und die nicht so lange halten. Die Saison ist September, Oktober, jetzt haben wir ja schon April. Ist dann also nicht wirklich Rohkostqualität, das ist dann eigentlich ein zerstörtes Lebensmittel. Die Enzyme sind nicht mehr vorhanden, die Zellen sind geplatzt dadurch. Das ist dann eigentlich auch eher ein Junkfood, aber halt besser als irgendwelche gekochte Nahrung oder weiß ich nicht, ganz viele Nüsse oder sowas. Da würde ich jetzt nicht so krass dogmatisch einhergehen, aber ich beschreibe halt sozusagen den Optimalzustand. Falls es sowas gibt, aber halt einen relativen Optimalzustand, wie ich ihn mir vorstelle und erfahre. Und ja, was ich empfehlen könnte, habe ich auch noch nicht ausprobiert, sind Medjool-Datteln Soft, die man bei Orkos kriegt, die sogar günstiger sind als bei Israel-Spezialitäten oder anderen. Obwohl, nee, Israel-Spezialitäten ist extrem günstig, aber bei irgendwelchen Bioläden oder sowas, da ist Okos dann noch günstiger mit diesen. Die kosten dann 16 Euro das Kilo statt 20 Euro das Kilo. Das sind dann softe Datteln, die haben statt 65 Gramm Zucker pro 100 Gramm, haben die dann in Anführungszeichen nur die Hälfte, also circa 35 Gramm Zucker. Vielleicht kann man die auch noch mal ein bisschen einweichen. Die sind dann erst gar nicht getrocknet. Dann hat man auch diese ganzen Probleme nicht mit diesen Trocknungsverfahren, also die nicht durchsichtig sind, ob die jetzt schockgefroren sind oder irgendwas. Die sind dann halt wirklich frisch, obwohl Datteln allgemein schon sehr überzüchtet sind und zu süß sind. Aber die kann man sich auch als Ausnahme gönnen, weil die haben auch denselben Zuckeranteil wie halt getrocknete Wildfeigen zum Beispiel oder Wildmaulbeeren. Deswegen wäre das noch eine Alternative von Orkos. Oder halt qualitative frische Datteln, aber dann halt auch wirklich nur 100 bis 200 Gramm. Einmal die Woche, ich mache es halt jetzt schon einmal im Monat vielleicht nur, wenn man halt wirklich diese frischen Früchte deutlich mehr zu sagen und dieses strukturierte Wasser. Huhuhu. Und ja, da habe ich auch dann nicht so das Bedürfnis danach, aber einfach vom Aroma her finde ich das dann so genial manchmal. Ja, das zu den, genau. Zum Zucker nochmal allgemein. Das ist so auch eigentlich einer der wichtigsten Punkte, weil sich Parasiten auch von Zucker stark ernähren. Auch virale und bakterielle Parasiten, wie gesagt. Und Wildfrüchte sind halt wirklich das Optimale. Guckt man sich jetzt wilde Brombeeren an, haben die 2,7 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Frage, wie viel Gramm Zucker auf 100 Gramm hat jetzt eine Banane, die total überzüchtet ist, keine Kerne mehr hat, dadurch vom Körper nicht mehr so gut identifiziert werden kann und allgemein schon eine auf Zucker überzüchtete Frucht ist. Wie viel Gramm hat die? 20 oder 18 Gramm Zucker. Also 6-mal mehr als Wildfrüchte, da sieht man es schon. Und deswegen kann ich auch nicht so einen hohen Früchtekonsum empfehlen. Und wie sieht es dann halt bei getrockneten Datteln aus? 65 Gramm, verdammte Hacke. Also das würde ich dem Körper wirklich nicht zumuten, also dadurch übersäuert ihr ihn total. Und zieht auch noch eure Mineralspeicher, vielleicht sogar direkt aus den Knochen Mineralspeicher oder Mineralien raus, um das wieder abzupuffern. Deswegen kann ich Datteln eigentlich überhaupt nicht empfehlen, außer mit diesen genannten Ausnahmen, eventuell ab und zu wenig und selten in geeigneter Qualität, sage ich mal. Ja. 65 Gramm, ich meine, das ist schon eine Hardcore-Ansage, das ist 20-fache Menge wie von Wildfrüchten. Und ich sage ich mal, Wildorangen zum Beispiel und Wildäpfel, die haben Zero Zucker, null, gar nichts. Und die tun mir wirklich auch am besten und bringen mich nicht aus der Balance. Also es wird meine nächste Reinigungsstufe nach dem Trockenfasten sein. Ich werde dann wahrscheinlich nochmal vermehrt Säfte trinken, was ich in der letzten Zeit halt nicht so gemacht habe, eigentlich gar nicht, aus Faulheit eigentlich, dass ich halt mehr nach Säfte gehe und dann wirklich nur richtig qualitative, frische Früchte. Mir besorge die auch zu 100% keine Pestizidbelastung oder andere Belastung aufweisen. 100% ist nicht möglich, weil auch durch, ja, weil die Umwelt halt belastet ist, die Böden, das Wasser und so weiter. Aber ich würde halt wirklich versuchen, wirklich maximale Qualität mit zu besorgen. Und dass ich halt nur Früchte konsumiere, die mir halt wirklich rund schmecken. Das heißt, wenn die einen Zuckeranteil haben, der höher ist als bei Wildfrüchten, also
Erdbeeren haben auch noch so 5,5 Gramm, das ist noch ziemlich genial. Bis zu 6,5 Gramm oder sowas würde ich noch zu Wildfrüchten zählen. Und dann ist so die nächste Stufe 6,5 bis 8 Gramm Zucker, 9 Gramm, 8,5 Gramm. Ich will es auch nicht so krass dogmatisch genau sehen, aber ich mag einfach solche Ordnungen irgendwie, keine Ahnung. Bei solchen Früchten, da achte ich dann zumindest darauf, dass sie halt wirklich rund schmecken, dass sie halt nicht auf Zucker überzüchtet, also nicht so stark überzüchtet worden, dass sie immer noch die Mineralstoffe dabei haben, um das dann wieder abzupuffern. Das ist halt bei Wildfrüchten stark der Fall. Dass ich halt solche Früchte halt nehme. Und dann zum Beispiel halt keine Bananen mehr. Und was ich halt noch in dieser Reinigungsstufe machen möchte, ist, dass ich halt keine Fette mehr zu mir nehme, keine konzentrierten Fette. Ausnahmen wird es bei allen Bereichen geben, die ich jetzt bearbeiten werde in der neuen Reinigungsstufe. Zum Beispiel bei den Fetten. Bei den Trockenfrüchten habe ich diese speziellen Ausnahmen jetzt schon genannt. Bei den Fetten wird es so sein, dass ich wilde Avocado-Formen ab und zu nehmen werde, wie die Sorte Lula zum Beispiel, die ist nämlich sehr wasserreich und die sättigt dann nämlich auch. Wenn man jetzt zum Beispiel davon drei Avocados nimmt, die nur 50% des Fettgehalts haben wie normale Avocados und dann circa 85% Wasser beinhalten, wie alle anderen Baumfrüchte oder alle anderen süßen Baumfrüchte auch. Also auch mehr als Oliven, die nur in frischer Form und Vollreifeform 50% Wasser haben. Also diese Avocados haben dann auch einen sehr, sehr großen Kern. Dadurch könnt ihr immer erkennen, wie sehr die gezüchtet sind. Wenn die einen kleinen Kern haben, dann sind die toll überzüchtet. Also wenn man jetzt die Avocado hat, zum Beispiel so groß ist, die ist natürlich viel größer. Wenn die so groß ist, sollte der Kern ungefähr so groß sein. Dann ist die relativ wild noch oder relativ ursprünglich, sage ich mal. Wenn man davon dann drei isst, hat dann circa Fettgehalt von 10% statt 25% wie bei der Sorte Hass. Dann hat man halt so viel Wasser, dass einen das auch richtig sättigt und man danach keine Lust mehr hat. Normalerweise ist es so, dass bei Avocados man dann irgendwann keine Sättigung mehr hat und immer mehr essen möchte. Also das ist zumindest schwieriger als bei herkömmlichen Süßfrüchten aufzuhören. Habe ich schon von vielen gehört und von mir halt auch. Das ist halt da sozusagen eine Ausnahme. Und Kacke ist das Video lang, Mist. Vielleicht schneide ich das dann einfach in diese drei Themen. So. Dritte ist, Gemüsefrüchte möchte ich weglassen, weil ja, Baumfrüchte, Süßfrüchte einfach deutlich qualitativer sind. Das merkt man auch. Die haben auch deutlich mehr Sonneneinstrahlung abbekommen und sättigen einfach nochmal auf viel höherer Ebene, sage ich mal, oder viel umfangreicher, viel besser. Diese Gemüsefrüchte fühlen sich eigentlich nur so wie Junk an. Man könnte sie als Backup-Plan bezeichnen, aber mein Backup-Plan ist dann eher einfach nichts essen. Beziehungsweise mein Backup, ich brauche eigentlich keinen Backup-Plan, weil ich mich immer darum kümmern werde, genug Geld zu haben, obwohl ich auch gar nicht so viel brauche, weil ich so wenig esse oder auch trinke entsaftet. Und dass ich dann halt mir immer genug sehr qualitative, frische Früchte besorge, dass ich immer darauf achte und auch immer darauf achte, genug da zu haben. Ja, Ausnahme ist da halt sicherlich auch mal halt eine Zucchini zu Nudeln verarbeitet mit einem Dressing aus Avocado und Tomaten zum Beispiel. Wenn man jetzt sehr, sehr qualitative Tomaten hat, zum Beispiel Ochsenherztomaten, das ist eine relativ alte Sorte, dann ist das Aroma von dem boah, so umwerfend und zum Beispiel das Aroma von einer Reed Avocado, die wirklich nach Kartoffelgratin schmeckt oder Bacon Avocado, die nach Schinken schmeckt, die dann gemischt mit so einer Ochsenherztomate, die halt wirklich besser noch als eine Pizza schmeckt vom Aroma, das dann halt wirklich gemischt und dann auf Zucchini-Nudeln oder irgendwas, Blumenkohlreis oder so, was ich in meinem Fall jetzt nicht mehr esse, aber halt das mal als Ausnahme machen zu Feierlichkeiten oder ganz, weil man es sich mal einmal im Monat gönnt. Das werde ich sicherlich machen, weil ich es halt nicht so dogmatisch machen will. Ich darf es jetzt nie mehr essen und so weiter, ist ja Quatsch. Ich möchte es halt nur nicht, um halt eine Reinigungsstufe weiterzukommen. Einfach, ja, in allererster Linie oder halt fast nur frische, höchst qualitative Früchte. In erster Form Wildfrüchte oder nicht überzüchtete Früchte, was ich aber unter dem
Aspektqualität halt natürlich deutlich mit einbeziehe. Also da ist es halt, das impliziert Qualität für mich. Nicht nur halt, dass es unbelastet ist, das reicht noch lange, lange nicht. Also auch Demeter-Sachen sind oft überhaupt nicht zu gebrauchen. Auch oft nicht reif. Besonders da zum Beispiel Orangen. Oder halt diese entsaftet oder halt nichts. Das ist so meine nächste Reinigungsstufe. Sozusagen Wildfrüchte könnte man das zusammenfassen. Wilds, Fruitarian oder sowas. Ja, das sind die drei Themen. Mal gucken, wie ich das schneide. Ja, bis zum nächsten Mal und tschaußen.